Hey Leute, willkommen in der Folge von 1, 2 und 3. Sean und Tippix. Voller Power, voller Kraft, voller Energie. Ich hatte ja am Samstag die Wanderung mit einem Partner gemacht. Und wir wollten zum Schluss zum Schloss Arnfels gehen. Hatten die aber nicht mehr geschafft, weil es dunkel wurde. Und man hätte das auch nicht mehr filmen können. Ich bin heute auf dem Weg zum Arnfels. Habe ich auch schon direkt vor mir das Schloss. Nicht mehr so weit. Wie es von da aus weitergeht, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, ich kann oben auch wieder auf den Rheinstieg treffen und von da aus dann eine Wanderung weitermachen. Als erst geht es mal zum Schloss Arnfels. Das wäre hier oben schon mal das Schloss im Hintergrund. Ist heute aber geschlossen, habe ich eben gelesen. Kann auch sein, dass es daran liegt, da ja, die Corona-Maßnahmen wieder verschärft worden. Ich versuche heute Schloss gleich mal von außen zu filmen. Muss jetzt nur einen Weg wieder hochsuchen. Und dann gucken wir gemeinsam das Schloss machen, Leute. Ja, wie ihr hier sehen könnt, hat es noch 300 Meter bis zum Schloss Arnfels. Auch nicht zum Rhein zu verstehen, dass das perfekt ist. Ja, dann haben wir einmal hier das Schloss Arnfels von unten gesehen. Sieht echt schon sehr schön aus, wie ich finde. Ich werde jetzt mal nach oben gehen und mir das von der anderen Seite mal anschauen. Wie ihr sehen könnt, dann vom Schloss Arnfels sind auch direkt Weinreben. Sieht auch sehr schön aus, wie ich finde. Echt cool, Leute. Hier wäre das Schloss mal von der Seite. Kann man auch sehen, es wird aktuell renoviert. Da, wo es halt gelb ist, ist schon renoviert. Und wo es halt etwas dunkler ist, da wird es noch renoviert. Die Schloss hat, soweit ich das eben lesen durfte, insgesamt 53 Fenster. Hat einfach eine ja, Schlange und große Geschichte hinter sich. Hier geht es jetzt wieder zum Rheinstieg, zum Zuweg. Da gehe ich erstmal hin. Kommen wir vor das Schloss noch an. Mal gucken, was hier so Schönes entdecken kann. Hier gibt es auch so eine Art Brunnen zu sagen kann, ob jetzt hier im Sommer hier Wasser entlang läuft. Schönen großen Turm hier oberhalb. Ja, dann gibt es hier noch so einen Hofgarten. So, mal gucken. Hier hat man wieder auch wieder zum Rheinstieg. Das zeige ich schon mal von der anderen Seite. Hier zum Beispiel kann man schön den Rheinstieg entlang wandern.
vielleicht gerade auch jetzt mal den Angriff nehmen, den Reinstieg. Dann geht es doch erstmal weiter, Leute. Und zwar hier lang. Lautschild müsste hier lang gehen. So, Leute, ich bin jetzt hier im Innenhof, kann man schon sagen. Im Schloss. Hier kann man sehen, ist eine alte Weinpresse, wo früher mit der Wein gepresst wurde. Da kann man direkt auch hier den Weinanbau, den man hier sehen kann. Führt genau entlang den Rheinstiegs. Hat man echt eine schöne Aussicht über Bad Hönningen. Guten weiten Blick. Ja, das hat jetzt hier das Schloss von der Seite aus gesehen. Echt schon ein sehr schönes altes Schloss mit einer schönen Geschichte, die ich finde. Ich würde sagen, dann wandern wir erstmal hier entlang, schön an den Weinbergen. Ich treffe heute auch zum ersten Mal vom Rheinstieg aus an den Weinbergen entlang. Hier könnt ihr sehen, den Rheinstieg. Wie folgt es wieder? Ich bin jetzt quasi jetzt schon zum dritten Mal unterwegs auf dem Rheinstieg. Heute mal alleine. Am Samstag war ich mit einem Patenkind auf dem Rheinstieg unterwegs gewesen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und heute genieße ich die Natur mal alleine und den Rheinstieg. Wo es hingeht, wie gesagt, noch kein Plan jetzt. Einfach mal weiter wandern. Mal gucken, wo es heute mich hin verschlägt. So, jetzt kann man Schloss mal von ganz oben sehen, vom Rheinstieg aus. Zeige ich auch mal hier jetzt. Weintrauben natürlich total vertrocknet, die Sonne natürlich die Jahreszeit dafür. Nämlich im aktuellen Herbst gerade. Aber es ist heute echt nicht so kalt. Obwohl ich muss sagen, am Samstag, wo ich euch mit Nick unterwegs war, war echt richtig geiles Wetter. Absolut super geil. Es waren so knapp 20 Grad gewesen. Jetzt haben wir gerade ungefähr so 11, 12 Grad. Aber es ist sehr angenehm. Das Wetter noch für eine Wanderung. Aus natürlich wieder echt grandios. Das liebe ich halt, meine Wanderung so Aussicht zu haben, die ich jetzt gerade vor mir habe. Ja, wie man auch hier schön sehen kann, gibt es hier eine Schutzhütte, wo man auch eine Pause machen kann. Falls mal regnen sollte, kann man sich halt vom Regen auch schützen. Ja, und hier lassen auch mal wieder Wanderer Spuren, zum Beispiel vom 18.04.2015 waren ja hier gewesen. Schon nicht schlecht. Oder am 19.02.2015 war auch heute hier gewesen. Ja, mit einem schönen Blick dann weiterhin über Bad Hönningen. Gibt es noch eine Bank und einen Tisch. Und noch eine Informationstafel über die Weinberge hier vor Ort. We'll be right back.
Ja, wenn man hier sehen kann, weiß gerade auch, was ja wieder ein Wald lang. Unter mir ist war ein Dorf und eine Stadt, besser gesagt. Welt weiß ich gerade nicht. Und ja, ich bin jetzt oberhalb dieses Dorf oder Stadt und laufe weiter den Rheinstück entlang. Was eine wunderschöne Herbstmannschaft. Habe gerade schon die ersten Wanderer getroffen auf dem Weg hier. Aber es ist eigentlich ein sehr ruhiger Tag und ich denke mal, so viele Menschen werde ich heute auch hier nicht treffen. Und ich habe mal vor ungefähr 3 Kilometer mal rein verlassen, um mal spontan einfach mal diesen Berg hochzuwandern und gucken, wo der Berg mich hinführt. Ich laufe schon seit circa 2 Kilometer diesen Berg hoch. Mal gucken, wo er mich hinführt. Es ist nicht mehr der Rheinsteig. Aber auch noch keinen Plan, welchen Wanderweg der Berg gehört oder ob überhaupt so einen Wanderweg gehört. Einmal abwarten, wo ich hier rauskomme heute. Den Weg zum Nies. Ich denke, nachher werde ich wieder den Weg zum Rheinweg suchen, aber erstmal hier hochwandern. So, ich habe den Berggipfel erreicht. Da gab es eine kleine Schutzhütte. Ich habe kurz mal eine kleine Trinkpause gemacht. Jetzt gehe ich hier einfach erstmal weiter. Vielleicht finde ich hier nachher noch irgendwo so einen Weghinweiser, wo ich hier bin oder wo es hier lang geht. Sonst tue ich auch erstmal weiter spontan weiter entlang wandern auf dem Weg hier. Leute, ich würde sagen, ich steige mal diesen Hochsitz, um uns mal einen Überblick zu verschaffen, wo wir gerade aktuell sind. Weil ich, wie gesagt, habe den Rheinsteig verlassen und bin einfach den Berg hochgelaufen, bin ganz oben an diesem Berg angekommen. Okay. Man hat echt schon einen krassen Ausblick von hier oben. Ich kann wirklich echt nicht sagen, wo ich bin hier gerade. Ich mache ein kleines Päuschen, gehe von hier aus gleich weiter. So Leute, ich habe jetzt mir noch einen Zielpunkt ausgeguckt. Das sind es noch 8,2 Kilometer bis zum nächsten Ziel. Ich muss diesen Berg jetzt hinuntersteigen. Den bin ich jetzt hochgestiegen. Aber oben, wo ich ganz oben angekommen bin, ging es nicht mehr weiter. Dann ging es halt nur noch so einen unwegsamen Weg, die nachher immer unwegsamer wurde, den habe ich schon abgebrochen. Dann gehe ich den Weg nicht hier hochgegangen, erstmal runter und gehe dann in die andere Richtung lang. Habe auch mal nach kurz mal angeschaut, um zu gucken, wo ich bin. Und habe jetzt einen neuen Punkt mal ausgesucht, wo ich gerade hin möchte. Und da laufe ich gerade hin. Wenn ihr sehen könnt, habe ich den Rheinsteig zurückgegangen. Da ich, wo ich eben vorhin angegangen bin, spontan konnte man nachher verfolgen. Ich musste halt den Weg zurückgehen und habe jetzt den Weg wieder zum Rheinsteig gesucht und musste gerade hier durch diesen Ortschaft gehen, ein Stück. Leute, das war zum ersten Mal neben den Rheinstieg, den sogenannten Westerwaldstieg begrüßen. Der hat den Rheinstück hier auf einen Weg vereint. Den Westerwaldstieg kenne ich überhaupt auch noch gar nicht. Und ist auch jetzt neu, den zu entdecken hier. So, könnt ihr genau sehen. Westerwaldstieg, der Rheinstieg. Ja, auch wieder cool, jetzt mal einen neuen Wanderweg zu entdecken, neben dem Rheinstieg. Finde ich immer cool, sowas zu finden. Dann muss ich mal zu Hause nächstes Mal über diesen
Wanderweg informieren, weil den kenne ich überhaupt noch gar nicht. Hier sind auch die ersten Wanderwegschilder zum Westerwald, wo man langwandern kann und hier oben ja auch direkt der Reinstieg. Ich glaube, ich fahre einfach mal hier hin jetzt. Guck mal, was das hier ist. Dann hat man hier auch noch eine größere Informationstafel über den Reinstieg. Hier zum Beispiel bin ich schon gewesen. Von da aus bin ich quasi gestartet. Das klingt auch sehr interessant, das hier. Hier gibt es echt schon ein paar coole Sachen, die man sich auf dem Reinstieg angucken kann. Hier hat man noch einen kompletten Reinstieg, wo man entlang wandern kann. Das ist die blaue Linie hier. Ah, das ist echt interessant. So Leute, ich habe mich jetzt doch entschieden, zu einem anderen Auspunkt zu gehen, als ich es gerade eben gezeigt habe. Da auch in der Nähe die Bahn zurückfährt, muss ich diesen Auspunkt jetzt noch ungefähr 6 Kilometer gehen, von hier aus entlang. Und ich glaube, 5 Kilometer entfernt fährt die Bahn auch dann zurück. Werde zu diesem Auspunkt jetzt gehen, weiter entlang, den Rheinstieg entlang. Hier vorne kommt dann so eine Kuppel mit Pferden. Habe ich auch schon auf Wanderungen bei Nettersheim entdecken dürfen. Pferde. Na Leute, auf geht's. Wir haben jetzt ca. 10 vor 4. Habe also noch Tageslicht. Hoffe mal, es erreicht das Ziel auch noch. Tageslicht jetzt wieder. Deswegen ich mal gute Aufnahmen machen kann für mein Zielort. Ihr Leute, wie ihr gerade sehen könnt, bin ich jetzt in den Weinbergen auch am Rheinstieg zurückgekehrt und laufe jetzt hier den Weinbergen entlang. Echt schon eine schöne Farbe, ich finde hier. Die ganzen Weinstreben im Herbst. Sieht echt genial aus. Ich schaff's doch noch im Helm. Ich muss auf 4 Meter diesen schmalen Pfad entlang gehen. Ich habe heute mein letztes Ziel erreicht. Ich kann mir jetzt oben alles angucken. Ein bisschen schön dann zurückgehen. Ist echt steil hoch. Unter mir könnt ihr vielleicht sehen, fließt der Rhein, geht ziemlich krass ab. Echt nochmal richtig guter Einstieg für mein heutig letztes Ziel, Leute, wenn ich oben bin, Melchbursche. Okay, kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Ich bin heute zum größten Teil den Rheinstieg entlang gelaufen. Ich hatte mich zwar nachher entschieden, unterwegs meine Wandertour mal einen Angelweg einzuschlagen hier. Das war nichts, da bin ich locker 8 Kilometer umsonst gelaufen, da ich mich nachher in der Sackgasse bewegt habe, hoch im Berg hochgelaufen, ganz oben. Ging es nicht mehr weiter, konnte ich den ganzen Berg runterlaufen und mir einen neuen Weg zum Rheinstieg suchen. Den habe ich auch gefunden. Jetzt habe ich hier meinen letzten Punkt von meiner heutigen Wandertour erreicht mit einer echt grandiosen Aussicht von hier oben aus. Echt genial, Leute. Hammer, geile Aussicht.
Ja, Leute, ich bin jetzt auf dem Rückweg zum Bahnhof. War eine mega geile Wanderung gewesen. Hab mir Schloss angucken können, es war leider nur von außen, weil heute keine Besucherzeiten waren. Bin dann den Rheinsteig ein Stück lang gefolgt. Von der aus habe ich noch spontan einen anderen Weg empfehlen, entlang zu gehen. Ich musste halt einen sehr hohen Berg hochgehen. Was im Endeffekt kein Reinfall war, weil ich den Berg nicht mehr runtergehen konnte, da es nachher auf diesem Berg nicht weiterging. Gut, das gehört schon in Meinung dazu, dass man sich mal ein bisschen mal verläuft. Im Großen und Ganzen war es trotz allem eine mega geile Wanderung. Mega Spaß gemacht mit mega geilen Aussichten. Gut, Leute, hat das Video gefallen? Gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich natürlich über ein neues Abo. Ich würde sagen, dann halt für nächstes wieder. 1, 2, 3, schon. Unterwegs. Bis dann, goodbye, Leute.